Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Das Dogfest München ist mittlerweile in vollem Gange und dennoch präsentieren wir euch das inzwischen, glaube ich, 6. Special dazu. Seit dem 5. Mai könnt ihr sämtliche Filme beim Dogfest wieder online streamen, wie auch schon vergangenes Jahr. Und wir hatten die Möglichkeit, wieder 4 davon in Augenschein nehmen zu können. Und das hier wird, glaube ich, so ein bisschen, ja, so die Depri Retorte des Dogfest, aber erstmal, wer sind wir überhaupt? Zum einen ist der Sven heute dabei. Hallo. Dann die Frosti. Hallo. Und natürlich, last but not least, meine Wenigkeit vor dem Mikrofon, der Dom. Ja, ihr Lieben, wir haben uns 4 Filme ausgesucht, die alle nicht so wirklich leichte Kost sind. Und wir fangen jetzt so in Anführungsstrichen mit der leichtesten Kost an, die sich die Frosti hier angesehen hat als einzige. Ein Film namens Suspended Wives von 2021, eine Koproduktion von Frankreich, Marokko und Katar. Und worum es dabei geht, das erklärt uns am besten die Frosti. Schieß los. Jo, Regie hat Adou Meriem geführt. Ich hoffe, ich habe den Namen halbwegs richtig ausgesprochen. Und es geht darum, dass in Marokko Scheidungen per Radio durchgegeben werden. Und warum ist das der Fall? Das liegt daran, dass in Marokko Frauen wohl relativ häufig von ihren Männern verlassen werden, die diese nicht mehr zum Greifen bekommen und dadurch dann aber erhebliche Probleme in ihrem täglichen Leben haben. Denn es gibt bestimmte Entscheidungen, die eine Frau in Marokko halt nicht treffen darf, ohne vorher ihren Mann um Erlaubnis gebeten zu haben. Insofern auch nicht unbedingt wirklich das einfachste Thema heute. Ja, der Film begleitet dann quasi 3 verschiedene Frauen, die halt zum öffentlichen Schreiber gehen und versuchen mit dessen Hilfe ihre Scheidung durchzubekommen. Die sind halt alle schon seit Jahren von ihren Männern verlassen worden. Die Männer können dann teilweise auch einfach wieder neu weiter heiraten. Das ist dort halt möglich. Irgendwie so, der Mann lebt halt ein halbes Jahr ungefähr alleine und dann darf er irgendwie einfach die nächste Frau heiraten. Mhm. Was dann dazu führt, dass die Männer halt mehrere Frauen haben. Und was dazu führt, dass, wenn der Frau was passieren sollte, sie zum Beispiel stirbt, dann erbt nicht das Kind von ihr, sondern der Mann. Obwohl er irgendwie teilweise, obwohl die teilweise seit 20 Jahren sich nicht mehr gesehen haben, fällt dann trotzdem irgendwie ihr Eigentum an den Mann. Und also, man sieht halt, warum es für diese Frauen wichtig ist, sich scheiden zu lassen. So. Mhm. Ja, und dieses ganze Verfahren, wie die dann diese Scheidung überhaupt durchbekommen, wird halt dann an diesen 3 Damen versucht zu zeigen. Und es ist halt sehr beschwerlich, weil die haben dann teilweise die Dokumente, die benötigt werden, nicht. Dann müssen die Adressen der Ehemänner versuchen rauszufinden, wo man dann auch sagt, ich weiß doch gar nicht mehr, wo der ist. Die müssen beweisen, dass sie überhaupt mit ihm zusammen war. Die müssen dann, wenn sie dann überhaupt erstmal so weit sind, dass ihr Antrag angenommen wurde, dann kriegen sie vom Gericht dann eine Frist, innerhalb der sie 12 Zeugen beibringen müssen, die bezeugen, dass diese Ehe bestanden hat und die Frau vom Mann verlassen wurde. Mhm. Das ist halt schon das Problem, mit eins der Probleme. Eine von denen hatte zum Beispiel eine Frist von 1 Monat. Die hatte dann halt Zeit genug, dann irgendwie durch die Gegend zu gehen und alle möglichen Leute und Verwandte und Bekannte zu fragen, bis sie dann irgendwann dann auch tatsächlich genügend Leute zusammen hatte. Bei der anderen war es dann aber zum Beispiel so, dass die gerade mal nur 4 Tage zur Verfügung hatte und die Leute, die sie gefragt hatte und von denen sie gedacht hatte, dass die ihr weiterhelfen würden, weil sie ja sogar mit denen verwandt ist und irgendwie die regelmäßig sieht. Also so richtig so nahe Verwandte, die haben dann so gesagt, so, ich weiß ja, ich habe den ja eigentlich nie gesehen. Ich weiß ja gar nicht, ob du überhaupt mit dem verheiratet warst. Ich weiß ja auch gar nicht, ob er dich verlassen hat. Irgendwie, ich sehe dich ja so selten. So. Und wo man dann echt da sitzt und sich denkt, so,
Verstehe ich jetzt nicht. Also, so, wo man halt merkt, dieses ganze System ist halt noch so patriarchal geprägt, dass die Frauen da einfach keine Chance haben, wenn die nicht super gut vernetzt und verknüpft sind und Leute haben, die hinter ihnen stehen. Und ein Großteil hat halt nicht jemand, der hinter ihnen steht. Und wenn dann das Gericht aus irgendeinem Grund was gegen dich hat und dir viel zu kurze Fristen gibt, dann ist es für die fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ist das mit den Scheidungen ein Phänomen, was sich tatsächlich auch so quer durch alle Volksschichten zieht? Das wird da jetzt nicht, also in dem ganzen Film wird jetzt nicht konkret zwischen den einzelnen Bevölkerungsschichten differenziert. Und das ist vielleicht auch gleich einer von diesen Kritikpunkten. Man bekommt halt eigentlich keine erklärenden Erläuterungen zu dem Film. Also es geht halt wirklich damit los, irgendwie du siehst halt, wie die zu diesem Schreiber gehen, wie die da untereinander irgendwie sitzen und sich unterhalten, wie die auf dem Feld arbeiten. Man hat dann auch Szenen, wo man dann irgendwie dagegen gesetzt das Sozialleben der Männer sieht und wie die sich dann, die hören dann zum Beispiel im Radio die Bekanntgabe der neuesten Scheidung, beziehungsweise dieser ganze Scheidungsprozess an sich wird halt auch durchs Radio begleitet. Also wenn die zum Beispiel das erste Mal zu Gericht gehen und dann wird halt gesagt, so ja, die und die hat jetzt ihr Scheidungsverfahren eingereicht und der Mann hat jetzt einen Monat Zeit, sich zu melden, ob er jetzt irgendwie an dieser Ehe festhalten will oder nicht. Genauso wird dann am Ende dann die Scheidung dann auch verkündet, sofern sie denn beschlossen wird. Also theoretisch haben die Frauen durchaus die Chance, dass wenn sie die geforderten Nachweise bringen können, dass dann auch die Scheidung dann auch beschlossen wird. Aber ihnen wird halt viele Steine in den Weg gelegt und der Prozess ist halt vor allem auch so ein irrsinnig langer, dass also die eine äußert am Anfang, die ist halt krank und die hat halt tierisch Angst zu sterben, bevor die Scheidung durch ist, weil ihr Sohn dann halt nicht in das Haus ziehen könnte, was sie ihm ja eigentlich vererben möchte. Okay. Und die ist halt schwer herzkrank und ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, aber man kann sich vielleicht denken, dass dieser Film nicht für alle gut ausgehen wird. Inwieweit spielt die Religion oder die Glaubensrichtung eine Sache? Weil auch mit diesem Radio, das hört sich für mich eher an, nicht als, ja, auf der einen Seite könnte man klar sagen, na klar, ist für die Männer, ne? Die können sich da vorne dran hocken gemütlich und können dann sagen, okay, ich melde mich oder nicht. Hm. Aber auf der anderen Seite hört es für mich eher an wie eine Art, ja, Diffamierung, dass sich halt die Frau wird öffentlich, man kann sie nicht mehr so oft an den Pranger stellen, jetzt rufen wir sie halt im Radio aus. Ja, aber da, das ist ja das, worauf die hoffen, ne? Dass die im Radio ausgerufen werden, dass die Scheidung dann durch ist, ne? Das ist sozusagen ein Befreiungsschlag für die. Das ist im Grunde genommen wie bei uns auch so eine öffentliche Bekanntmachung, nur bei uns werden halt bestimmte Sachen halt ins Netz gestellt. Wenn du halt dem Gegner im Klageverfahren halt nicht zur Hand hast, irgendwie musst du den ja erreichen und die haben halt nicht so das super vernetzte Meldewesen wie hier. Irgendwie hier kannst du ja gucken, irgendwie gibt es einen Nachsendeantrag, irgendwie wo ist der eigentlich momentan gemeldet und dieses ganze Meldewesen scheinen die nicht zu haben. Mhm. Und da sieht man aber schon ein bisschen das Problem, was ich mit dem Film habe. Die Geschichten dieser drei Frauen sind super interessant, aber ich habe halt wenig Ahnung davon, wie es ist, in Marokko zu leben und konnte halt von daher auch nicht einordnen, ist das jetzt einfach nur eine bestimmte Klasse, ist das eine bestimmte Gesellschaftsschicht? Also es wirkt halt alles eher ärmlich, aber du kriegst halt überhaupt keine Erläuterung oder erklärenden Texte dazu. Also dir fehlt der ganze Kontext und der Film setzt im Grunde genommen voraus, dass du schon gewisse Kenntnisse über die Rechtslage dort hast und auch über das Gesellschaftssystem und um auch überhaupt diese Alltagsbilder von denen einordnen zu können. Weil so im ersten Moment hatte ich das Gefühl so, oh mein Gott, das kommt mir so klischee-mäßig alles rüber, wie man es so aus schlechten Filmen kennt. Weil dann sieht man so ganz schmutzige irgendwie Straßen und irgendwie dann wird das Wasser versucht, aus der Leitung zu holen und dann funktioniert die nicht und dann muss sie erstmal einmal so halb übers Feld rufen, ey, dreh mal das Wasser an und irgendwie es wirkt alles so total befremdlich und irgendwie Also schafft der Film es also auch nicht, obwohl immerhin drei Fallbeispiele gezeigt werden, auch nicht zu illustrieren, dass die vielleicht, wie gesagt, aus verschiedenen Volksschichten stammen und deren Schicksale auch jetzt nicht durchweg miteinander vergleichbar sind von Lebensumständen her. Also die drei, die kennen sich untereinander. Also die scheinen zumindest aus der gleichen Schicht zu kommen.
inwieweit es sich da, also man kriegt halt keinen Einblick, ob jetzt die unterschiedlichen Fristen darauf beruhen, dass der Richter aus irgendeinem Grund die eine mag und die andere nicht mag. Und dieser ganze Kontext fehlt einem. Und da ich halt von außen dieses Rechtssystem dort auch nicht beurteilen kann, fehlt mir da so ein bisschen der Erkenntnisgewinn. Ist das jetzt einfach Willkür, die da einfach ständig herrscht? Oder ist es halt irgendwie, wenn du Vitamin B hast, dann hast du vielleicht mehr Chancen? Oder ist da vielleicht auch irgendwo ein bisschen gemauschelt worden? Ich weiß es nicht. Also ich fand den Film halt insgesamt, mal ein kleines Fazit zu bringen, ich fand ihn einerseits sehr interessant, er hat mich aber auch sehr oft sehr ratlos zurückgelassen, weil es halt schwierig ist, Dinge einzuordnen, und ist halt ein sehr deprimierender Film im Grunde genommen, weil es halt so hoffnungslos ist irgendwie, weil die Frauen irgendwie, die sind halt auch sehr ungebildet. Die eine geht halt zum öffentlichen Schreiber und meint halt, ja, ich soll da was reinschreiben, ich kann aber gar nicht schreiben. Er hält ihr einen Zettel hin, sie soll es lesen. Sie meint, ich weiß auch gar nicht, was da steht. So, ne? Und dadurch haben die ja auch Probleme, diesen ganzen behördlichen Kram zu erledigen und die richtigen Dokumente überhaupt zu finden und mitzubringen. Da wäre mehr, also ich hätte mir für den Film mehr Kontext gewünscht. Aber insgesamt ein super spannendes und meiner Meinung nach auch super wichtiges Thema. Aber weil ja mir halt doch zu viel gefehlt hat, würde ich sagen, so 2,5 Punkte bis 3 Punkte würde ich diesem Film geben von 5. Okay. Ja, es klingt ja, also das Thema, also die Herangehensweise gefällt mir durchaus ganz gut. Auch in Verbindung mit von wegen, das wird so öffentlich gemacht und das ist da gang und gäbe. Es klingt aber doch ein bisschen zu sehr nach Intro-Perspektive für mich. Ja. Also, dass einfach zu viel vorausgesetzt wird, weil der Regisseur, glaube ich, ein bisschen zu sehr so im gesellschaftlichen Kontext selber drin ist. Ja, ich glaube, der richtet sich halt eher an die Leute, die dort vor Ort sind. Also, ich kann mir vorstellen, dass der Film dort vor Ort wirklich gesellschaftlich relevant ist, aber hier bei uns, wo man wenig Einblick in die marokkanische Gesellschaft hat, lässt er zu viele Fragezeichen offen. Okay, der ist ja komplett auf Arabisch tatsächlich auch mit englischen Untertiteln. Genau. Ja gut, das stelle ich mir schon sehr anstrengend vor. Wobei, da schaffen wir dann vielleicht die Überleitung zu meinem Film ganz gut, den ich ja nur allein gesehen habe. The Silence aus Kanada, ist zwar englischsprachig, aber größtenteils, ja, franko-kanadisch beziehungsweise französisch und dementsprechend auch nur mit Untertitel gewesen. Ja, worum geht es in The Silence? Ich weiß nicht, hattet ihr den zumindest so am Rande wahrgenommen thematisch? Jein. Ich habe das Thema gesehen und mich dann bewusst dagegen entschieden, weil ich einfach schon jetzt zu viele deprimierende Themen am Wickel hatte. Ja. Aber es klingt auf jeden Fall spannend, aber halt auch leider sehr, sehr deprimierend. Ja, ich glaube, da kommen wir auch bei der heutigen Auswahl hier nicht drum herum. Wir haben so wirklich so die Depri-Session hier heute. Ja, worum geht es? Kurz und bündig um Missbrauch katholischer Priester in Kanada, genauer gesagt in der Provinz New Brunswick. Und das zieht sich von den 1950ern ja bis in die heutige Zeit eigentlich sogar. Und das Ganze berichtet größtenteils mit Fokus auf die Opfer, die halt zurückblicken und wahlweise damit nicht mehr leben können. Und ja, dieser systematische Missbrauch beziehungsweise diese Kette des Schweigens wird hier tatsächlich gezeigt von vielen, vielen Seiten. Auch warum das Ganze letzten Endes auch ein Teufelskreis ist. Es ist ein wahnsinnig schwieriges Thema und es hat mich auch sehr mitgenommen, muss ich dazu sagen. Ich wollte den aber sehr, sehr gerne sehen. Ich habe hier auch, und da kann ich dann hier auch schön die Verknüpfung zu schaffen, ich habe ja für den Telestammtisch auch Gelobt sei Gott gesehen, interessanterweise auch ein französischer Film von François Ozon.
Da ging es um das Offenlegen des größten Skandals in Frankreich in der katholischen Kirche, nämlich gegen einen Priester und einen Kardinal, der ihn jahrelang gedeckt hat oder ja auch jahrzehntelang eigentlich schon. Der taucht hier auch ganz kurz auf und eine weitere Verknüpfung gibt es auch zu dem Oscar-Gewinner Spotlight, auch ein Spielfilm, wo ja der Missbrauch in der katholischen Kirche in Boston publik wurde, damals durch ein Ermittlerteam. Und ich muss sagen, ein Stück weit erinnert mich der Film hier tatsächlich, also diese Dokumentation, sehr an Gelobt sei Gott, weil sie eben auch eine Introspektive einfach wirft auf die Opfer und ja, das alles sehr, sehr nüchtern darbietet. Aber wie gesagt, es ist keine leichte Kost und was die hier teilweise erzählen und wie der Film dann auch darauf eingeht, dass das halt schon längst keine Einzelfälle mehr sind. Da werden Statistiken aufgeführt von wirklich nahezu aller Herren Ländern und ja, es wird halt nie wirklich gegen vorgegangen, weil einfach immer dieselben Mechaniken vorherrschen, nämlich zum einen, dass die Priester nicht so wirklich belangt, sondern eigentlich immer nur versetzt werden und dann woanders ihr Tagwerk weiter lustig verüben dürfen. Und zum anderen, dass der Vatikan auch nicht so wirklich offen damit umgeht, beziehungsweise dass das Ganze eigentlich immer relativ unter der Hand gehandhabt wird. Und auch, weil die Öffentlichkeit das Ganze nicht so wirklich wahrnehmen will, weil das sind halt noch so, ja, gerade in konservativen Gegenden so die Wertvorstellung oder einfach das Bild von Priestern und der katholischen Kirche. War das in New Brunswick auch so? Ist die Kirche da das Oberhaupt der Gemeinde sozusagen und der Priester der Herr über seine Schäfchen? Also wenn dieser Film eins zeigt, dann dass das in vielen Ländern eigentlich dasselbe ist. Das ist bei uns auch. Dass die Kinder in irgendwelchen Sommercamps oder was auch immer Priestern anvertraut werden. Und dieser Priester hier hat unter anderem lustige Filmchen gemacht am Badesee und so weiter von kleinen Jungs. Der hat sich, ja, boah, also was hier aufs Tablett kommt, da muss man echt schon schwer schlucken. Vor allem, was die dann erzählen, wie die wirklich bis heute daran zu knabbern haben. Ne? Und da ist dann zum Beispiel auch ein Fall in diesem Provinznest tatsächlich, der hat sich in den 1960er Jahren umgebracht. Das war ein 15-jähriger Junge. Der hat sich das Leben genommen, weil der damit nicht klarkam, dass er ja von diesem Priester übelst misshandelt und ja auch sexuell missbraucht wurde. Ne? Alles kein leichtes Thema. Aber das ist ja ein Problem, was sich so komplett durch die katholische Kirche zieht, wo man ja auch schon lange so einen gleichen Skandal haben wir hier in Deutschland ja auch. Ja, klar. Nicht nur einmal, sondern auch immer wieder. Und die katholische Kirche zeigt ja, wie interessiert sie daran ist, das Ganze aufzuklären. Also eher nicht. Ja. Ja, ich fand es auch sehr bezeichnend, dass hier an einer Stelle Josef Ratzinger gezeigt wurde, also nur halt der alte Papst Benedikt der 16., der ja auch einige Kenntnisse gehabt haben soll über die ja Aktivitäten, sage ich mal, seines Bruders in Süddeutschland. Mhm. Aber es ist halt wirklich, es ist ein Thema, ja, was gesellschaftlich einfach immer noch nicht so wirklich wahrgenommen wird, gerade in solchen Gemeinden. Und weiß ich nicht, dieser Selbstmord dieses Jungen, gut, das war natürlich auch in den 60er Jahren, aber das wurde halt wirklich totgeschwiegen, ne? Oder gesagt von wegen, ja, der war halt irgendwie psychisch krank. Und ja, das ist allein schon halt verpönt, weil er halt Selbstmord begangen hat, ne? Das ist halt das Unchristlichste, was man tun kann für strenge Katholiken. Und ja, es ist wirklich, also vor allem, was der Film auch ähnlich rausarbeitet, wie dieser Gelobt sei Gott von François Ozon, den ich wirklich nur sehr empfehlen kann, dass die halt irgendwann merken, dass sie mit ihrem Leid nicht alleine sind. Also das ist ja, das hat teilweise dann schon so eine MeToo-Mentalität, wie die halt quer um den Globus sich zusammenfinden und halt merken, hey, da ist jemandem dasselbe passiert wie mir oder eventuell sogar unter demselben Priester bei uns im Land. Und einer erzählt dann auch wirklich, dass er bei der Beerdigung stand, glaube ich, von einem Arbeitskollegen oder irgendwie sowas.
Und wer steht da und hält tatsächlich die Messe? Der Priester, der ihn ja Jahrzehnte vorher missbraucht hat. Also, das ist, das zieht dir die Schuhe aus, was die teilweise erzählen, wirklich. Ja, ich finde das Schreckliche bei sowas ist ja, dass es halt keine einmaligen Geschichten sind, sondern vergleichbare Geschichten hast du ja rund um den Globus, weil dieser Missbrauch hat ja eigentlich auch überall da stattgefunden, wo irgendwie Priester freien Lauf bekommen. Und das ist ja auch hier in Deutschland so, dass selbst wenn dann Fälle mal so in Anführungszeichen aufgearbeitet wurden, dann bestand das Aufarbeiten meistens daraus, dass der Priester aus der einen Gemeinde in die andere versetzt wurde, wo er dann wieder für Jugendliche zuständig ist. Und ich vermute mal, das war in deinem Film jetzt genauso, oder? Ja, absolut. Das ist die immer gleiche Systematik innerhalb des Klerus oder der Diözesen. Und das ist das Katastrophale einfach auch, dass damit nicht wirklich offen umgegangen wird und dass entweder, weiß ich nicht, die Leute bekommen dann irgendwie Geld sonst wo reingeschoben. Vor allem ist es interessant, hier wird einmal von jemandem berichtet, der hat tatsächlich erst nachdem er eine Schadensersatzzahlung bekam, hat er sich umgebracht. Tatsächlich. Und da merkst du halt auch, das ganze Geld, das kann auch keine Wunden heilen. Und ja, es sind halt eigentlich, deshalb ist der Titel des Films auch sehr bezeichnend, der könnte auch die Kette des Schweigens eigentlich heißen. Und die funktioniert halt, weil, das Zusammenspiel aus Kirchenoberhäuptern, aus Anwälten, die dann teilweise auch für die Kirche aktiv sind, das funktioniert halt und es sind auf Deutsch gesagt eigentlich eher Schweigegelder, die man da zahlt. Ne? Also wahnsinnig deprimierender Einblick. Gut, ich fand den wirklich anstrengend, den Film, aber solche Filme müssen das vielleicht auch sein. Ich tue mich jetzt aber eigentlich schwer mit einer Wertung. Ich kann nur sagen, dass man sich den durchaus ansehen sollte. Es ist ein wichtiger Film, es ist ein aufrüttelnder Film, der aber eigentlich irgendwie auch wieder zeigt, dass sich eigentlich nichts geändert hat. Und ja, wirklich Hoffnung spenden tut er jetzt auch nicht. Er zeigt halt völlig unverblümt, was aus den Leuten wird. Also da ist zum Beispiel auch einmal die Rede von jemandem, ich glaube, das ist sogar auch der mit der Begegnung auf der Beerdigung, der sagt, dass er jahrelang Probleme hatte, seine eigenen Kinder im Arm zu halten und sowas, ne? Und dass die Frau eigentlich bis heute manchmal emotional nicht wirklich an den Rand kommt, es ist unglaublich, wirklich. Also diese Nachwirkungen bei manchen, das lässt sich gar nicht in Worte fassen. Ja, ein sehr, sehr wichtiger Film, wenn einen das Thema interessiert und man vielleicht auch, wie gesagt, Gelobt sei Gott von François Ozon ging in eine sehr ähnliche Richtung. Und ich muss sagen, ich hätte mir das Ganze vielleicht sogar auch als Spielfilm hier vorstellen können. Weil so manchmal filmdramaturgisch erinnert es eigentlich mehr so an einen Spielfilm. Großartige Kritikpunkte kann ich jetzt eigentlich nur insofern finden, dass das Ganze halt wieder ähnlich wie bei deiner Doku vorhin halt eine sehr verengende Perspektive einnimmt. Das liegt aber auch eben darin begründet, dass diese Regisseurin René Blanchard, dass die, die kommt halt aus New Brunswick, ne, und hat halt eine sehr persönliche Perspektive auf die ganzen Vorgänge. Es wird zwar auch aufgezeigt, dass manche Priester dann zwar doch zur Rechenschaft gezogen werden können, also auch dieses Beispiel aus Frankreich, was in dem Ozon-Film gezeigt wird, dass der verurteilt worden ist und der Kardinal, der ihn Ewigkeiten gedeckt hat, dass der auch zurücktreten musste, dieser Kardinal Barbarin, glaube ich. Aber ja, es zeigt sich halt immer wieder das gleiche Muster und das siehst du halt von den frühen 50er Jahren bis in die heutige Zeit, ne? Und ja, es ist wahnsinnig, wahnsinnig deprimierend. Ich kann aber auch verstehen, wenn man den Film vielleicht auch gemieden hat. Ja, dann würde ich sagen, switchen wir mal rüber zum nächsten Film, den ich gemieden habe und den der Sven auch gemieden hat. Hey! Und nur die Frosty geguckt hat mal wieder. The Meaning of Empathy, den Originaltitel nehme ich jetzt nicht in den Mund, den kann wahrscheinlich keiner von uns aussprechen. Leider auch nicht. Aber Frosty, worum geht's? Der Film The Meaning of Empathy, ich drücke mich auch um diesen Originaltitel, der ist von der Schauspielerin, Produzentin und Filmemacherin El Maya
Tailfeather. Die Gute ist Angehörige der Blackfoot der Kainai First Nation und der Samen in Norwegen. Der Film spielt halt auch im Reservat in Kanada, das in der Nähe von Alberta, in der Nähe der Rocky Mountains ist. Im Grunde genommen sind es drei Reservate, irgendwie Standoff, Levern und Moses Lake. Und da geht es im Grunde genommen um die Opiumkrise, die dort mächtig zugeschlagen hat. Also das Reservat, da ist im Grunde genommen niemand, der nicht irgendjemanden in der Familie hat, der entweder daran verstorben ist, dadurch beeinträchtigt ist oder vielleicht ist man es ja auch selbst, der da gerade Drogenprobleme hat. Das Problem im Umgang mit der Drogensucht so vieler dort ist halt mit einer Folge der Kolonialgeschichte im Grunde genommen, wie die dann halt damals in die Reservate gesperrt wurden. Und also da werden quasi die Geschichten von einzelnen Bewohnern aufgegriffen, die halt selbst drogensüchtig sind. Es wird aber auch die Geschichte der Mutter dieser Filmemacherin so ein bisschen gezeigt, beziehungsweise, was heißt Geschichte, aber deren Arbeitsalltag, weil die ist Ärztin dort und versucht halt, vor allem eine der wenigen Ärzte dort, und die versucht halt konstruktiv was für die Leute zu tun und versucht dann halt auch neue Behandlungsansätze dort reinzubringen. An dem Beispiel eines älteren Herrn, der dort halt auch schwer drogensüchtig ist, beziehungsweise der ist überwiegend alkoholsüchtig, wird halt auch gezeigt, wie sehr sich dies in die Reservate gedrängt zu werden, halt bis heute hin auswirkt, weil dessen Großvater, der war halt noch so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt, der war halt so ein sehr angesehener, irgendwie, ich weiß nicht, ob das Schamane war oder so. Und der hat halt noch so diesen ganz alten Lebensstil geführt und die haben dann gesungen, halt so ihre Kultur halt gelebt. Und der wurde dann halt aus seiner Familie herausgerissen mit 6 und in ein Internat gesteckt, weil er halt die Regierung dort meinte, nee, die Kinder, die müssen ja vernünftig erzogen werden und das ist ja gar nicht gut, mit der eigenen Kultur aufzuwachsen. Ist doch viel besser, hier unsere kanadische Kultur aufgezwungen zu bekommen. Und der ist im Grunde genommen von daher als kleines Kind schon schwer traumatisiert worden. Und das weiß man ja inzwischen auch, dass so ein kollektives Trauma sich ja auch weiter vererbt und die sind ja auch immer noch so sehr ausgeschnitten aus der Gesellschaft in der nahegelegenen Stadt. Wenn die dort mal hinfahren, werden die auch mehr oder weniger gemieden und schräg angeguckt und das heißt, die Chance, sich zu integrieren, ist halt auch total schwer für die. Und Was hat dich gereizt an dem Thema? Oder warum hast du dir den Film ausgesucht? Der Titel war es im Grunde genommen, Meaning of Empathy, und der zeigt schon ein bisschen, wohin die Richtung der Ärztin geht, die sich ja versucht, mit neuen Wegen der Behandlung der Leute zu befassen, weil ich die Hoffnung hatte, mal was Schönes, Konstruktives zu sehen und irgendwie so gehofft hatte, dass ich hier aus diesen ganzen tollen Dokus die eine rauszupicken, die vielleicht ja, so ein bisschen Sonnenschein ins Herz reinbringt. Und also diese Dame bemüht sich auch wirklich sehr. Auch, also die geht dann mit einer Gruppe von anderen Helfenden halt in verschiedene Städte und guckt sich dort die Programme an, mit denen Süchtigen geholfen wird. Und früher war es ja so, dass meistens gesagt wurde so, ja, du musst komplett auf Entzug gehen und in den verschiedenen Städten wurden dann halt ganz unterschiedliche Programme angeboten und dann halt auch so ein Programm, wo man sagt, wir kriegen nicht jeden sofort runter von den Drogen, wir wollen dann aber sowas wie Safer Use ermöglichen, wo die Leute dann wenigstens nicht mitten irgendwie, was weiß ich, auf dem Bahnhofsklo sich den nächsten Schutz setzen müssen, sondern wenigstens eine saubere Spritze bekommen, jeder nur eine und das wenigstens in sauberen Verhältnissen. Dann schaut sie sich so eine Substitutionsprogramme an und auch so andere Entzugs- oder Rehabilitationszentren und so und versucht dann von diesem Programm was mit ins Reservat zu bringen, um dort halt den Betroffenen dann halt auch Hilfe anbieten zu können. Mhm. Und baut da jetzt auch so ein eigenes Center auf und insofern hat es durchaus so einen gewissen positiven Ausblick, aber wie es halt mit der ganzen Drogenproblematik ist,
wird immer welche geben, die rückfällig werden. Und was für mich halt so ziemlich mit das Erschreckendste an dieser ganzen Geschichte war, war im Grunde genommen ein sehr junges Paar. Am Anfang hatte ich erst gedacht, dass die junge Frau ist eher ein junges Mädchen, weil die sah echt kaum älter als 12 aus. Und die hat halt anfangs, die ist halt die Tochter einer der Drogensüchtigen dort und hat dort eigentlich immer sich um ihre Geschwister gekümmert. Mhm. Und hatte dann halt auch gesagt, so ja, irgendwie damit hält sie sich dann halt auch selbst von der Straße fern. Und irgendwie, sie möchte ja gar nicht selbst damit reingeraten, hat aber einen Freund mit Drogenproblemen und das sieht eher so aus, als ob er auch auf einem guten Weg ist. Und auf einmal ist sie dann halt auch dann mit in einem der Programme, weil sie dann halt das selbst dann auch irgendwann nachgibt und damit reingerät. Und das klingt sehr, 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 sehr unbequem, gesellschaftlich tatsächlich. Ja. Liefert der Film denn das, was du dir erhofft hattest? Das fand ich das Schöne und der hat im Grunde genommen das geliefert, was mir bei Suspended Wives gefehlt hat, dass halt Erläuterungen dazu kamen, irgendwie, dass einem erklärt wurde, was ist denn der Hintergrund, woher kommt denn das, wie halt zum Beispiel diese Geschichte mit dem einen, der so exemplarisch dafür steht, irgendwie, wie sich die Kolonialisierung beziehungsweise das in die Reservate gedrängt werden, bis heute auswirkt. Und auch diese ganzen einzelnen Programme werden auch gut und ausführlich dargestellt. Und also sehr ausführlich, ne? Man kriegt halt viel Hintergrundwissen und es wird aber halt sehr, da spiegelt sich auch ein bisschen der Titel, es wird halt wirklich auch mit viel Empathie das Ganze gezeigt. Also es ist nirgendwo so, dass irgendwie die Kamera auf irgendjemanden es gibt ja so eine reißerische Darstellung von Drogensüchtigen, ne, wo die so dargestellt werden, so, oh, das ist ja eh der Abschaum der Welt, sondern es wird halt hinter die Oberfläche geguckt und irgendwie dahin geguckt, sodass man dann auch sehen kann, die Menschlichkeit der Leute. Also das fand ich wirklich gut, irgendwie, dass sich den Menschen halt auch wirklich angenähert wird. Und der ganze Film ist natürlich von vornherein auch parteiisch. Ich meine, sie kommt halt selbst auch aus diesem Gebiet. Ihre Mutter ist dort Ärztin. Die hat natürlich einen emotionalen Bezug dazu und auch ihre eigenen Großeltern. Ja, die hat solche Wurzeln, ne? Die Regisseurin, die heißt ja irgendwie L. Maya Tailfeathers. Und spätestens beim Nachnamen hört man das schon sehr deutlich raus. Also von daher. Ja, würde ich mir vielleicht sogar ansehen. Ja. Hm? Also er hat halt konstruktive Ansätze, aber es ist halt nicht so, dass man denkt so, yay, und jetzt wird alles gut, weil man kriegt dann halt auch mit, oh, und dann werden Programme auch wieder geschlossen und so. Aber es ist auf jeden Fall handwerklich ein toller Film, weil neben dieser deprimierenden Geschichte hast du dann halt auch so Szenen von einer wirklich unglaublich schönen Landschaft. Und er wird halt wirklich interessant dargelegt. Also es ist von vorne bis hinten spannend, man ist dran interessiert, wie es mit diesen Menschen weitergeht. Ich fand es total lohnenswert, auch wenn es ja auch wieder eine Kerbe in die deprimierenden Filme ist, ne? Also es ja, gut. Ist aber vielleicht noch der hoffnungsvollste von allen Filmen heute, vermute ich mal. Bekommen die eigentlich Unterstützung oder Hilfe vom Staat? Oder ist es einfach, ja, ihr seid in eurem Reservat und ihr könnt sowieso machen, was ihr wollt? Da fragst du mich jetzt was ich jetzt so aus der Hüfte geschossen nicht wirklich beantworten kann. Nee, weiß ich gar nicht mehr, wie da die Finanzierungsoptionen dieser Programme waren. Wahrscheinlich nichts, ne? Oder nicht viel. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass da durchaus staatliche Gelder locker gemacht werden, aber dass das alles nur so ein bisschen ich könnte mir vorstellen, dass das aus so einer Verlegenheit heraus passiert, weil das eben auch ein prekärer Sachverhalt ist einfach. Ja, ja. Und dass die dann so ein bisschen damit sich selber überlassen werden, das könnte ich mir vorstellen. Naja, ich habe halt gedacht, dass sie vielleicht wenigstens da ein bisschen Unterstützung kriegen, weil ich meine, wir reden ja immerhin von Kanada, auch wenn mich das Land immer mehr enttäuscht hat in den letzten 3 Dokus. Ja, aber ich dachte, die wären da einfach ein bisschen liberaler. Aber anscheinend nicht. Also so wenn, dann auch eher verhalten. So, ne? Und man hat es halt auch dann gemerkt, wenn es so in die Großstadt oder in die angrenzenden Städte ging,
dass die Leute da eigentlich auch nicht so wirklich gerne damit konfrontiert werden wollen, weil wer wird schon gerne mit dem negativen Anteil seiner Geschichte konfrontiert? Ich glaube, das kennen wir als Deutsche ja auch zur Genüge, dass das kein Thema ist, wo man sofort, juhu, wir sind da, lass uns mal drüber reden, schreit. So. Ja, es ist aber trotzdem ein Thema. Ich habe den Eindruck, dass die Lebenswirklichkeit von denen durchaus auch übertragbar ist auf, also einfach universell ist, im Gegensatz zu dem jetzt zum Beispiel, was du von Suspended Wives erzählt hast. Also, dass man sich da als Europäer oder als was auch immer besser reinversetzen kann, beziehungsweise, dass der Film einem das ermöglicht, dass man besser deren Perspektive annehmen kann. Werde ich mir vielleicht tatsächlich noch ansehen? Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich würde sagen, wir bleiben, oder wolltest du eine Wertung noch ausgeben? Weil ich spare mir heute, glaube ich, echt Wertungen. Also, ich sag mal, die Wertung, schaut sie euch an. Also, ist wahrscheinlich sogar eine, okay, 4,5 würde ich wahrscheinlich sogar geben, weil, oh, schön. Ist halt wirklich gut gemacht und spannend und man hat so einen klitzekleinen Hoffnungstropfen, aber weil man ja weiß, wie Drogensucht ist, halt auch nur ein klitzeklein. Okay. Gut. Dann bleiben wir da auch in der Region und nicht nur in Kanada, sondern auch tatsächlich in Alberta, in dieser Provinz. Da ist nämlich der letzte Film, der uns hier erwartet, und der ist nochmal ein richtig schönes Feel-Good-Fest. Yay. Oh ja. Sven, du hast so wenig gesagt bisher. Möchtest du mal sagen, worum es in No Visible Trauma geht, den wir beide hauptsächlich geguckt haben? Okay, in No Visible Trauma geht es um einen kleinen Pilz, der eine Blumenwiese entlangläuft und sich wirklich gut fühlt. Nein, es tut mir leid, das funktioniert hier auch nicht, sondern wir reden über das Calgary Police Department, das einen immensen Anstieg von Polizeigewalt und ja, Hinrichtungen, man kann es anders da schon wirklich nicht mehr sagen, ja, und mehrere Anschuldigungen auch von sexuellen Übergriffen und Trunkenheit am Steuer und so weiter und so fort hat. Es hat halt einen immensen Anstieg gegeben und in dieser 97-minütigen Dokumentation der, oh mein Gott, von den Regisseuren Robin der Upphal und Max Herper François. Ja, die beiden begleiten uns auf einer Reise bei drei Schicksalen und zeigen praktisch den Werdegang der Opfer und der Täter. Es werden beide gezeigt. Natürlich unter, doch, es gibt ein paar Polizisten, die sich sogar äußern. Aber ja, die Täter werden gezeigt. Es gibt viele wirklich heftige Bodycam-Überwachungsvideos. Es gibt einige heftige Telefonate, Mitschnitte, die sie sehr schön, aber auch nicht reißerisch verarbeitet haben, zu einem Film, wo man wirklich, also zu einer Dokumentation, wo man wirklich da sitzt und denkt, okay, also irgendwas läuft auf dieser Welt ganz gewaltig schief. Es sind alles nur Einzelfälle. Ja, ja. Um hier einige Politiker zu zitieren, ne, in Hinblick auf die Polizei. Und genau dasselbe ist mir aufgefallen. Also ich habe mir das angeguckt und dachte, der Übertrag, weil doch viele immer sagen, jo, alla Amerika oder Kanada, also, ne, oder Kanada, da wusste ich zum Beispiel nicht, dass das da auch so ein immenses Thema ist. Aber ansonsten, man kann sehr gut vergleichen, auch gerade das, was man das letzte halbe Jahr, sich die Polizeistories bei uns reinzuziehen. Ja, man sieht, dass es echt so ein universelles Problem ist, ne? Ja, also wir hatten ja, Gott sei Dank, ich weiß nicht, ob es da auch, da gibt es bestimmt wahrscheinlich auch eine Dunkelziffer von Leuten, die in Arrestzellen oder Verwahrungszellen oder Ausnüchterungszellen dann irgendwie doch gestorben sind. Ja, das hatten wir jetzt auch nicht vor allzu langer Zeit mit einem 19-Jährigen. Und ja, das ist, ja. Und auch was es KSK und ach Gott, was alles betrifft. Aber es ist wirklich so, ich war da gesessen und es ist ja auch kein, da dachte ich am Anfang des Films, weil du meinst, glaube ich, den Afroamerikaner, ne? Genau, den Afroamerikaner, den sie bei minus 30 Grad irgendwo ausgesetzt haben, aber vorher nochmal ordentlich verdroschen, obwohl er nichts getan hat.
Und es ging ja noch weiter. Es ging ja noch weiter. Der wurde ja nicht nur ausgesetzt, dann hat er ja den Notruf gerufen und die haben gesagt, er sei betrunken. Ja. Und dann haben die erstmal ewig gebraucht, bei ihm vorbeizukommen, haben ihn mit dem Helikopter aufgegabelt und ihn dann nochmal verdroschen und ihm unter anderem Handschellen angelegt, dafür, dass er letzten Endes um 3-4 Uhr morgens im Schnee feststeckte, nachdem er von einer Feier kam. Ich weiß nicht, ob er jetzt alkoholisiert war. Das ist ja, genau, das ist dieser, oh, wie heißt der? Gutfried heißt der, genau. Der Name kam mir dann auch tatsächlich bekannt vor, weil der hat nämlich auch auf einigen Black Lives Matter-Demos letztes Jahr gesprochen. Mhm. Und der Fall, der geht bis zurück ins Jahr 2013 und ist bis heute noch nicht aufgeklärt. Ja. Und wenn ich mich richtig erinnere, kommt ja noch das Sahnehäubchen obendrauf, dass er dann auch noch letztlich vor Gericht gestellt oder zumindest von den Polizisten dann angezeigt wurde, dafür, dass er um Hilfe gebeten hat, weil er nicht erfrieren möchte. Also ja, sie haben. Das lässt er nicht so sprachlos zurück. Sie haben seine Alkoholisierung daraus abgeleitet, dass er gesagt hat, weil er halt erfroren war, ich habe das nicht verdient, I don't deserve that. Oder I don't deserve it, what you're doing. Und ja, es ist ja nicht der einzige Fall, ne? Also das ist der krasseste, der immer noch nicht wirklich aufgeklärt ist. Aber es ist interessant, diese Fälle gehen alle zurück, nicht nur auf dieses Police Department, sondern auch auf immer die gleichen Verantwortlichen dahinter. Genau. Einer, der jetzt mittlerweile suspendiert wurde vom Dienst, aber immer noch nicht offiziell an die Luft gesetzt wurde. Also, soweit ich weiß, bezieht er keinen Lohn mehr über die Behörde. Aber er ist immer noch nicht offiziell wirklich rausgeworfen worden, sagen wir es, wie es ist. Und es ist wie bei den Priestern. Das haben sie ja da auch gesagt, der ist ja nicht entlassen, sondern der kann einfach zu einer anderen Polizeistation gehen. Richtig. Und sagen, Servus, hier bin ich. Und er hat keinen Eintrag in seiner Akte. Gar nichts. Das heißt, der fängt mit null, also der total sauber, als ob nie irgendwas passiert ist. Ja, also das ist... Und was mich auch wirklich so erschreckt hat, ist, dass es geht durch alle Schichten, es geht durch alle Hautfarben, es ist denen scheißegal. Die spielen da richtig Outlaw-Cop auf der Straße. Und man sieht ja öfters auch mal, und das fand ich auch so dieses Erschreckende, die rennen einem Kerl hinterher, schnappen ihn sich auf dem Rasen, prügeln ihn ordentlich durch. Also wirklich, da hupst einer mit, keine Ahnung, 100 Kilo, dem direkt in die Seite, in die Rippen rein, auf die kurzen sogar. Selbst wenn, egal, alles tut weh, aber da steht nebendran eine junge Frau, die gerade erst angefangen hat, dort zu arbeiten, und da wird die eine Dashcam des einen Autos ausgeschaltet. Ja, ja. Und er erklärt ihr dann auch, ja, das machen wir halt so, ja, und das wäre halt blöd, wenn uns da jemand dabei sieht. Ja. Und solche Sachen landen vor Gericht und die Leute werden freigesprochen. Ja, auch die, also in den Berichten taucht das auch gar nicht auf, was sie da machen. Also es gibt ja hier etliches Videomaterial auch von Überwachungskameras und von Aktionen, von denen in den Berichten der Leute keine Rede ist. Und das hier, ich meine, das hier ist ja, also derjenige lebt ja noch. Viel schlimmer ist das ja zum Beispiel bei diesem Anthony Heffernan, der ja wirklich, ich glaube, bei einer Drogenkontrolle wurde er aufgestöbert in seiner Wohnung. Der war im Hotel, stimmt. Er sollte eigentlich auschecken und die Hotelangestellten haben dann die Polizei gerufen, weil die sich nicht sicher waren, ob da vielleicht was passiert ist, weil er halt einfach nicht aus seinem Zimmer rausgekommen ist. Zu fünft, bewaffnet, 3 Kopfschüsse, 1 Schuss in die Brust, das ist Exekution, das ist nichts anderes. Ja. Von einem Typ, der total... Also selbst wenn der war ja kokainabhängig und selbst wenn er sich was anderes gespritzt hätte, ich meine, die sind zu fünft, die sind voll bewaffnet, die sind ausgerüstet und die haben sogar noch getasert, ja. Also wie verroht, wie kann man so eine, gerade in so einer Position, und ich meine, das ist ja war immer so, ja, das hast du ja immer bei solchen Sachen, dass du einmal die Leute hast, die, was weiß ich jetzt, eine Art Helfersyndrom oder irgendwas haben und andere Leute, die einfach Bock haben,
ihre Macht zu demonstrieren und zu zeigen, du kannst mir überhaupt nichts. Ja, ich kann machen, was ich will. Und ja. Nichtsdestotrotz wurde schon oft genug auch von verschiedenen Leuten immer wieder gesagt, man hört es auch gerne in Filmen, die Polizei ist die größte Gang der Welt und es ist so. Jetzt ohne alle über einen Kamm zu scheren und sagen, alle sind schlecht um Himmels Willen. Nee, das macht der überhaupt Film ja nicht. Auch nicht. Nee. Und das macht er auch nicht. Nee. Und das ist auch gut so. Aber das, was man da sieht, das lässt einem schon, also wirklich, da kann ich die Leute verstehen, die sagen, ich rufe die Polizei nicht oder wenn die Polizei vorbeifährt und ich sag meinen Kindern, geh weg, geh da nicht hin, die helfen dir nicht. Ja. Und das ist halt was, das, ja, ich konnte es absolut nachvollziehen. Was ja auch so erschreckend ist, ist, man fragt sich ja, was für eine Entwicklung machen die Leute durch, weil du gehst ja eigentlich nicht zur Polizei, weil du denkst, yay, dann kann ich legal irgendwie Leute abknallen, sondern eigentlich gehst du ja gehe ich eigentlich zumindest von aus, dass wer zur Polizei geht, ursprünglich ja mal den Trieb in sich hatte, Menschen irgendwie helfen zu wollen. Ja, das ist aber das Problem. Da muss ja irgendwas im Laufe des Lebens schiefgegangen sein, wobei man sieht so ein bisschen an der Frau, die dann gesagt hatte, so ja, und dann wurde ich von vornherein in eine Richtung gedrückt und dann kriegt man das so beigebracht und dann steht man daneben und traut sich als Newbie dann nicht irgendwie gegen anzugehen und wird dann quasi so mit da reingezogen. Aber insofern kann man es, wird es zumindest so halbwegs erklärt, wie man dann da reinrutscht. Aber irgendjemand muss doch irgendwann mal auf die Idee gekommen sein, zu sagen, ach, ich halte es jetzt für eine gute Idee, offensichtlich Leute, die ich locker überwältigen kann, einfach zu misshandeln. Also man sieht ja sehr grafisches Material von den Dashcams. Was man halt auch, bevor man sich den Film ansieht, wissen muss, man sieht halt wirklich brutale Gewalt, die halt, die man sich halt nicht mit irgendwie sind ja nur Special Effects schönreden kann, was für mich echt heftiger macht, wenn man sieht, wie die mit den Leuten da umgehen. Und das sind Leute, die sind im Grunde genommen schon hilflos in gesicherter Position und dann kommen die auf die Idee, jetzt hau ich nochmal ordentlich zu, jetzt mache ich den zu much und also im wahrsten Sinne des Wortes. Der eine hat ja nach dem ganzen Spaß mit der Polizei dann ja auch echt einen Gehirnschaden davon getragen. Oh ja, ja, und das ist der einzige Fall, der wirklich mal so halbwegs, da ist der Titel, der ja aus einem Protokoll so übernommen ist, also dieses No Visible Trauma, also nichts Erkennbares, nichts Sehbares, nichts Greifbares, das ist ja der einzige, bei dem das passiert ist sozusagen, dass er irgendwie tatsächlich auch neurologische Schäden davon getragen hat, davon, dass er ja halbtot geprügelt wurde, glaube ich, oder auf jeden Fall, also der hat so harte Schläge auf den Kopf bekommen. Und das war wirklich eigentlich eine total banale Situation, wo der, glaube ich, einfach nur zu seinem Auto wollte. Also, ich meine, es ist nicht so, dass, also, das ist ja das Schöne, der Film, der stellt ja diese ganzen Fälle, beziehungsweise Opfer, muss man ja schon sagen, der Polizeigewalt stellt er ja nicht als völlige Unschuldslämmer dar. Aber halt mit welcher Härte die dagegen vorgehen. Und es kommt halt auch immer aus den gleichen Ecken der gleichen Personen, die dafür einfach nie so richtig belangt werden. Und da, ja, da kannst du wirklich gut die Brücke schlagen, einfach zu The Silence an der Stelle. Ne? Es ist einfach systematischer Machtmissbrauch. Mhm. Also, das hat mich teilweise echt mit offenem Mund hier sitzen lassen, obwohl das Ding wirklich anstrengend ist, weil die Länge ist zwar jetzt, sieht zwar nicht so viel aus, 97 Minuten, aber das Ding, das guckt sich nicht leicht und man hat keine Untertitel. Na, also es ist wirklich, es ist alles komplett auf Englisch und gerade diesen Afroamerikaner, muss ich sagen, da bin ich dann teilweise doch mal an meine Grenzen gestoßen, was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich einfach diesen Slang einfach nicht so gewohnt bin. Nichtsdestotrotz ein wahnsinnig erschreckender Beitrag, den man wirklich nur mit Nachdruck empfehlen kann. Und wenn man dann jetzt überlegt, ja gut, momentan hat die Polizei hier in Deutschland halt auch im Hinblick auf gewisse Vorkommnisse auch nicht den besten Ruf aktuell, ne? Nee. Und da ist es genau dasselbe, wenn du da mal die Historie verfolgst von, ich
München war es, wo Kokain, jetzt nur mal zum Beispiel Kokain, alle möglichen anderen Drogen verschwunden sind, was da vertickt wird. Das hörst du mal, das bewegt sich dann auch ein paar Tage schön durch die Medien und dann ist es weg. Dann unterhält sich da kein Schwein mehr drüber. Und das sind so Sachen, das ist genau dasselbe. Das wird totgeschwiegen, die Leute werden dann vielleicht strafversetzt oder sonst irgendwas oder ach Gott, dann wüsste, was weiß ich, nach Buxtehude in irgendeine Zwei-Mann-Wache gestopft. Ja? Hauptsache, du bist irgendwie aus der Schusslinie. Aber dass da wirklich was passiert, nee. Ja, ich erinnere nur an den Fall, werdet ihr wahrscheinlich auch schon gehört haben, Uri Jallo, ne? Ja, natürlich. Der geht ja auch mittlerweile zurück bis 2005 und der ist bis heute noch nicht richtig aufgeklärt. Und da ist ja, stehen ja auch durchaus, ja, fingierte Gutachten und so weiter im Raum. Aber das füllen wir jetzt nicht so weit aus. Unterm Strich eine wahnsinnig anstrengende Doku. Wirklich, also jetzt eigentlich so der größte Kraftakt hier zum Schluss, aber überaus lohnenswert und unglaublich ungeschönt und ohne irgendwelche Relativierungen. Wirklich großartig. Die Dashcams sind schon wirklich, und auch die anderen Überwachungsbilder, wenn die Leute da wie Puppen durch die Gegend schmeißen, das ist schon egal, ob Mann oder Frau. Da ja, vor allem auf der Polizeiwache einmal ja, sogar. Ja, ja, ja. Das und so, ist das war eine Frau. Und der hat die eine so dermaßen Frau. Nach, also ja, das ist pure Menschenverachtung. Ja. Ich saß vorne dran und dachte, okay, also das gibt's doch nicht, sag mal. Und mit so Beweisen kannst du vor das Ding gehen und dann haben sie es ja auch gesagt und das fand ich auch so wirklich sehr passend. Wem glauben sie? Dem Typ in der Uniform? Ja. Oder dem Zivilisten, der vielleicht tatsächlich mal irgendwie mal Scheiße gebaut hat und zufällig, oder ich meine, ja gut, natürlich passiert es irgendwann mal, ja klar, aber die, was die Dame noch gerade zum Schluss, dann bin ich fertig, bevor ich mich da wirklich komplett aufrege, ist ja auch, dass sie sagt, bevor sie nach 20 Jahren ihren Dienst quittiert hat, ja, als Ritual praktisch, gehen die Jungs ja öfters mit den Damen auch gerne mal einen trinken und dann waren sie wohl mit ein paar Leuten unterwegs, haben eine 700 $ Rechnung, die sie bezahlen musste und alle haben sich ordentlich vorlaufen lassen und sind dann nach Hause gefahren, ja. Und da siehst du ja halt schon, wenn es einer von uns, zack, hätten sie dich erwischt, ja, kriegst du dann deinen, wirst du da mitgenommen im schlimmsten Fall noch? Oder, naja, klar, gut, bei so viel. Ja, egal. Aber ja, da, ach ja, ist ein Kollege gekommen, lass mal weiterfahren. Ne? Das, ja. Ja, das ist, so ist du siehst es einfach in allen Ländern gleich. Und ich muss auch sagen, ich finde es sehr bezeichnend, dass der Film mit Black Lives Matter dann tatsächlich endet. Ne? Und diesem Gottfried, der da spricht. Und dessen Fall bis heute einfach noch nicht aufgeklärt ist. Ja, können wir alle drei, glaube ich, vollstens empfehlen, auch wenn man, ja, weiß ich nicht, also wenn man, selbst wenn man der englischen Sprache mächtig ist, ist das schon anstrengend tatsächlich, finde ich. Ja, das stimmt. Aber manchmal müssen diese Filme auch anstrengend sein und auch hart im Magen liegen oder schwer im Magen liegen, um vielleicht auch im Gedächtnis zu bleiben und zum Nachdenken anzuregen. Und das Ding hier bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis. Also das kann man, glaube ich, allgemein zu den ganzen Filmen sagen, dass manchmal müssen Filme halt auch deprimierend sein, weil das ist dann der Anstoß dazu, um halt auch mit daran zu wirken oder mit anzustoßen, dass sich gesellschaftlich was in Gang setzt und verändert. Weil du musst ja erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, damit irgendwie dann vielleicht auch mal so eine gesellschaftliche Bewegung in Gang kommt und insofern finde ich halt auch alle Filme, die wir heute besprochen haben, absolut wichtig und absolut sehenswert. Das wäre mein Mini-Fazit. Schön gesagt. Ja, danke schön. Ja. Nee, das ist ein super Fazit. Ich würde sagen, auf der Note beenden wir das auch, weil da kann ich mich absolut anschließen. Sven, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, machen wir das Kapitel hier zu. War eine sehr schöne Runde, trotz wirklich einer ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gucke mir jetzt erstmal ein paar Folgen SpongeBob an, glaube ich. Oder zock was schön. Gute Idee. Ihr da draußen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt Bock darauf habt, alle Filme könnt ihr streamen beim Dogfest München, wie gesagt, noch bis zum 23. Mai. Damit würden wir uns ausklinken. Von mir kommt schon mal die Verabschiedung. Bleibt zu Hause, bleibt gesund, macht es gut. Und herzlichen Dank an euch beide für eure Zeit. Ciao, ciao. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Denn tschüss.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.